Hallo liebe Naturparkentdecker, hier ist Claudia und heute bin ich zu Besuch bei Florian, Landwirt auf der Domäne Fredeburg. Eigentlich, Florian, kümmerst du dich um die Milchkühe und ihre Kälber. Genau. Und aus der Milch macht ihr dann ja auch leckeren Joghurt und Käse. Und du kümmerst dich aber auch um die Kartoffelfelder. Gibt es auch Tiere, die ihr vielleicht nicht ganz so gern habt, die auch gerne Kartoffeln mögen und vielleicht hier die ein oder andere Kartoffel stiebitzen? Auch ausbuddeln und fressen? Das gibt es immer. Es gibt bei Kartoffeln ganz viele Organismen, die auch Interesse daran haben, sage ich jetzt mal. Das geht los bei Kartoffelkäfern. Das sind so kleine schwarz-gelbe Käfer, die meistens auf den Blättern zu sehen sind. Das kann manchmal schon ganz früh sein, wenn die Kartoffeln noch ganz klein sind. Und die Käfer selber, die fressen auch schon an den Blättern, aber das ist meistens noch nicht so schlimm. Aber die legen dann an die Blattunterseiten, legen die Millionen von Eiern. Mhm. Das sind so richtig große Gelege, wo zig Eier drin sind und davon aber ganz viele. Und da schlüpfen ungefähr 2 bis 3 Wochen später so kleine rot-schwarze Würmchen raus, die Larven. Und wenn die Larven größer werden und anfangen zu fressen, dann können die so einen Kartoffelbestand innerhalb von wenigen Tagen so dezimieren, dass da dann nicht mehr so viel weiter wächst. Und dieses Jahr haben wir Glück, da sind kaum welche unterwegs. Und auch die letzten Jahre hatten wir eigentlich immer Glück, dass sich das in Grenzen hielt. Mhm. Und dagegen kann man eben vor allem eins machen, dass man die Kartoffeln nicht zu häufig anbaut auf derselben Stelle. Dass es immer wieder Anbaupausen gibt. Das heißt, kann das sein? 4 Jahre. Ah, okay. Das kann also sein, dass im nächsten Jahr, wenn wir hier zu Besuch sind, gar keine Kartoffeln wachsen, sondern dass sie hier eine andere Feldfrucht anbaut. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Das ist die sogenannte Fruchtfolge, die im ökologischen Landbau ganz besonders wichtig ist, weil man damit eben die Krankheiten und auch die Schädlinge wie die Kartoffelkäfer so ein bisschen in Schach halten kann und dann eben ohne die Chemie auskommt. Mhm. Habt ihr eigentlich auch ab und zu mal Wildschweine hier zu Besuch? Ich weiß, dass die gerne im Boden wühlen. Das haben wir auch schon oft beobachtet, als wir mit euch unterwegs waren. Allerdings, das ist hier sehr unterschiedlich. Manchmal ist der Druck sehr hoch. Da sieht man sie überall. Mhm. Sie sind sehr schwer zu bejagen. Also die Jäger haben ihre liebe Not, die zu kriegen. Und die Wildschweine sind ja eigentlich Allesfresser. Die fressen schon gerne Kartoffeln, aber noch lieber fressen die Larven und Käfer und Würmer, die unter den Kartoffeln unterwegs sind. Und deswegen kann es passieren, dass wenn hier so eine Rotte durchgeht in der Nacht, dass die innerhalb von kurzer Zeit mehrere Reihen rausmachen, um an die Würmer dran zu kommen. Und diese Kartoffeln, die sind dann natürlich, die wachsen nicht weiter und da kann man ganz schön Schaden kriegen. Deswegen machen wir um den Kartoffelacker rum immer so einen niedrigen Elektrozaun. Das ist keine 100-prozentige Barriere, aber das hält die Wildschweine schon ein bisschen ab, hier reinzugehen. Dann drücke ich euch mal den Daumen, dass ihr keinen Besuch von Wildschweinen bekommt. Vielen Dank. Ihr wollt noch mehr über die Kartoffel erfahren? Dann guckt euch doch das Video an, wie vielfältig Kartoffeln sein können.